Sie haben ja zuerst Russisch geschrieben und dann Deutsch. Seit wann? Ich hatte nie Russisch geschrieben. Seit wann? Wie? Russisch? Ich hatte mal einmal, aus Spaß habe ich ein Buch auf Russisch verfasst. Das haben sehr wenig Leute. Und immer wieder, wenn ich das sehe bei einem oder anderen, lese ich ein bisschen, blätter ich mein Buch und das war gut. Das heißt, Sie schreiben Deutsch? Das stand nie zur Debatte, in welcher Sprache. Ich habe ja in Deutschland angefangen als Geschichtenerzähler und ich war von Anfang an natürlich auf breite Zuhörer- und Leserschichten interessiert. Und wenn Ihnen doch mal eine kleine Feinheit in der deutschen Sprache fehlen sollte, ja, ganz unwahrscheinlich, aber nur wenn, dann haben Sie einen guten Lektor? Ich benutze Google. Ja, ob Google die letzte Feinheit der deutschen Sprache beherrscht. Ja, also früher hatte ich das noch immer, so ein rotes, sehr dickes deutsch-russisches Wörterbuch. Aber seit Google... Da müssen Sie mal mit Google den richtigen Konjunktiv üben. Verstehen Sie? Es ärgert mich, wenn die Leute sagen, wenn ich fliehen würde. Ich finde es viel schöner, wenn man sagt, wenn ich flöhe. Ja. Ist doch ein schöner Konjunktiv, ja, ne? Ja. Dann haben Sie etwas gemacht, also bei SFB und RBB, heute wöchentlich die Sendung Wladimirs Welt. Wie haben Sie solche Sendungen überhaupt bekommen? Man kann sich da nicht bewerben. Ja, ich habe mich nie beworben. Ja. Nirgendwo. Wer kam denn da zu Ihnen? Ein Produzent oder so? Welche Sendungen meinen Sie? Wladimirs Welt. Ich erinnere mich nicht mehr an diese Sendung. Ich glaube, das war noch zur Zeit, als Multikulti noch kein Schimpfwort war. Na. Und man suchte nach ansprechbaren Ausländern. So. Das heißt, und auch beim ZDF Morgenmagazin hatten Sie ja auch eine Rubrik. Ja, genau. Ja. Und jetzt vor kurzem hatte ich meine letzte Sendung waren Kulturlandschaften. Das war so eine Mischung aus Heimatfilm und Künstlerreportage, wo wir interessante Menschen in entlegensten Regionen Deutschlands besucht haben. Da habe ich sehr. Normalerweise bin ich als Schriftsteller unterwegs. Und in dieser Rolle sehe ich wahrscheinlich eben die gleichen Menschen. Also so kulturinteressierten Menschen. Und die anderen, die Bauern zum Beispiel, diese Kuhmenschen, wie heißen sie? Rinderzüchter heißen sie. Ja, genau. Ja, die haben, Herr Kaminer. Herr Kaminer, ich bin Facharbeiter für Rinderzucht. Ja. Aber können Sie das wirklich? Na klar kann ich das. Ich kann melken, ich kann ausmisten, ich kann füttern und ich kann künstlich besamen. Ganz wichtig. Also ich habe nie gemolken. Aber ja, dann dürfen Sie auch nicht in die Politik gehen, wenn Sie nicht melken können. Das ist die Voraussetzung, um Steuern einzutreiben. Außerdem müssen Sie mit Hornochsen umgehen können, sonst dürfen Sie auch nicht in die Politik gehen. Glauben Sie mir, das ist die beste Voraussetzung. Ich möchte gar nicht in die Politik. Ich glaube, Politik glaub ich ist, ein, ist, ist eine Branche in der Krise, wie auch die Rinderzucht. Beides Krisenherde sind das. Machen Sie mich jetzt nicht depressiv. Nein.